Hallo und herzlich willkommen im Wald. Jetzt auch wieder mit Begrüßung. Habe ich letztes Mal tatsächlich vergessen. Ich bin entsetzt. Wichtiger Hinweis, ich habe vergessen, meine Fingerfessel anzulegen, weil ich gerade schwere Dinge durch die Landschaft geschoben habe. Da hat sie gestört, deswegen musste ich sie ausziehen. Jetzt habe ich sie vergessen. Also Schatz, falls du meckern möchtest, bitte in den Kommentaren. So, folgendes. Es gab ja viele Kommentare unter der Windkraftgeschichte. Ja, das war zu erwarten. Hat hoffentlich jeder mit gerechnet. Aber da war jetzt, also eigentlich sind es zwei, über den zweiten rege ich mich mal anders auf. Insbesondere einer dabei, der hat Redebedarf erzeugt. ist nicht einer, der besonders... Also es ist eigentlich seltsam, dass mich dieser Kommentar am meisten in Anführungszeichen nervt. Ja? Nervt im Sinne von, oh, da muss ich dringend was erklären. Nicht im Sinne von, das ist ein unangemessener Kommentar oder sowas. Das darf man schon schreiben, das ist völlig in Ordnung. Also bitte nicht angegriffen fühlen oder sonst wie. Aber dazu muss ich wirklich, da muss ich noch einiges ergänzen. Ja? Weil aus meiner Sicht sind hier zwei elementare Fehler drin. Also zwei Dinge, die ich völlig falsch finde. Ja? Und so falsch, dass ich da wirklich dringend drüber reden muss. Und ich lese das Ganze mal vor. Ich blende es euch auch ein, wenn ich dran denke, aber ich lese es auch vor. Machen wir anonym, ne? Ich wünschte mir, wir würden uns mehr als Teil der Natur verstehen und nicht losgelöst von ihr. Ich finde, wir haben kein Recht, den Rotmilan über die Klinge springen zu lassen. Und 100.000 tote Vögel sind 100.000 tote Vögel, egal wie viele wir auf andere Art und Weise schon sterben lassen. Die weitere Industrialisierung der Landschaft kann nicht die Lösung der Folgen der ausufernden Industrialisierung sein. Trotzdem wird es wohl so kommen und wir werden dann demnächst einen Mann im Wald vor Windmühlen sehen, umgeben von toten Tieren. So, letzteres, oh, das könnte dir definitiv passieren, ja. Ansonsten, erstens, das mit den 100.000 toten Vögeln. Nein, es spielt keine Rolle, ob das zusätzlich nochmal, beziehungsweise es ist nicht egal, ob das jetzt nur zusätzliche 100.000 tote Vögel sind, weil folgendes, ja, es ist ja nicht so, dass wir einfach nur, und das ist auch nochmal wichtig, ja, die Lösung, weitere Industrialisierung in die Landschaft zu stellen, ist gegen die Industrialisierung, ja, weil was hier vergessen wird, ist der wesentliche Faktor, dass wenn Windräder tatsächlich mal so viel vorhanden sind, dass man Kohle nicht mehr braucht, die Gesamtfläche der Industrialisierung erheblich zurückgehen kann. Weil wenn man nämlich sämtliche Kohlekraftwerke abschaltet, plus die Graberei nach Kohle sein lässt, und jetzt kommt mir bitte keiner mit dem Argument, dadurch entstehen schöne Seen, der ganze Kohleabbau hat das komplette Ruhrgebiet bis in alle Ewigkeit vernichtet. Da muss bis in alle Ewigkeit Grundwasser abgepumpt werden, damit das ganze Ding nicht zuläuft. Davon abgesehen, giftiges Grundwasser muss dann an diversen Stellen abgepumpt und in Tanks gefüllt und als Sondermüll entsorgt werden und so weiter und so fort. Ja? Also es mag sein, dass der eine oder andere Tagebau nach saumäßig umständlichen Renaturierungsmaßnahmen dann einen halbwegs schönen See, der ökologisch, naja, so halbwegs brauchbar ist und keinesfalls super, super toll entsteht. Ja? Aber auch auf der gleichen Fläche wäre ein Wald ebenfalls sehr ökologisch wertvoll gewesen. Das nur mal am Rande angemerkt. Ne? Also das ist definitiv einfach mal dahingehend falsch, dass mehr Windräder in die Landschaft stellen, die Industrialisierung, die industrialisierte Fläche vorantreibt. Nur ganz kurzfristig vielleicht, langfristig gesehen nimmt sie dadurch ab. Ja? Mag sein, dass du eher Industrieanlagen zu sehen bekommst, aber deren Auswirkungen sind auch da, wenn man sie nicht sieht. Und ich glaube, es wäre für die Gesellschaft auch erheblich besser, wenn wir mal mehr sehen würden, was unser Lebensstil eigentlich anrichtet und es nicht so in irgendwelche Regionen, wo die Leute halt das Pech haben, neben dem Kraftwerk zu wohnen, verlagern und wir anderen kriegen das alle nicht mit. Zum Beispiel in irgendeinem kleinen Dorf, wo du Idylle auf dem Land hast und dir denkst, alles ist gut und der Bauer täglich dreimal mit dem Trecker zum Brötchen holen fährt und so weiter. Ne? Sieht idyllisch aus, ist es aber nicht. Ist in keinster Weise irgendwie nachhaltig, so ein kleines Dorf. Insbesondere, weil die Leute meistens noch zu viel Platz zum Wohnen haben, so wie ich. Ja, schuldig im Sinne der Anklage. Wir haben alle unsere entsprechenden Problemchen. Keiner von uns ist nachhaltig. Ja, außer vielleicht so irgendwelche vegane 16-Jährige.
die hatten noch nicht so viel Gelegenheit, nicht nachhaltig zu sein. Das könnte möglicherweise, ne? Also wenn sie dann mal anfangen, auf die Idee zu kommen, verreisen zu wollen, dann ist auch vorbei, ja. Aber solange sie das noch nicht tun, könnte es sein, dass vegane 16-Jährige vielleicht sogar noch nachhaltig sind. Ja? Fahren ja auch noch kein Auto und so. Gut, ja, also das ist jedenfalls das eine, ne? Mit dem mehr Windmühlen aufstellen, schreitet die Industrialisierung voran. Also das sehe ich erstmal anders. Das zweite ist mit den 100.000 tote Vögel, sind 100.000 tote Vögel, egal wie viele wir auf andere Art und Weise schon sterben lassen, nein, ist nicht so. Wenn wir, um die Windkraft zu kompensieren, beziehungsweise, oder wenn wir einfach so jetzt mal hingehen und sagen, okay, tote Vögel sind uns nicht egal, was können wir denn tun, um tote Vögel zu vermeiden? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir verzichten auf Windenergie, die einen Arsch voll positive Nebeneffekte hat, oder dann verzichten wir also auf die ganzen positiven Nebeneffekte, die Windenergie hat. Oder wir kleben auf jede verdammte Fensterscheibe einen ollen Vogelsticker, dieser Flugumriss, damit weniger Vögel an Fensterscheiben fliegen. Was hat das für negative Auswirkungen? Naja, unsere Fensterscheiben haben alle einen Vogelsticker drauf. Was hat das sonst für negative Auswirkungen? Unsere Fensterscheiben haben alle einen Vogelsticker drauf. Wie vielen Vögeln kann man damit das Leben retten? Da erfolgt 5% von den Vögeln, die an der Fensterscheibe sterben. Wie viel Prozent sind denn 100.000 Vögel von denjenigen, die an der Fensterscheibe sterben? 0,5. Ne? So ungefähr. Also beziehungsweise, wenn wir noch die Vögel aus dem Verkehr dazu nehmen, dann sind wir bei 0,5 und ansonsten sind wir bei 1% der jährlich durch den Menschen umgebrachten Vögel würden bei einem Ausbau der Windkraft in den Windkraftanlagen sterben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du ohne negative Konsequenzen einfach mal bei den 99% der toten Vögel ein bisschen was runternehmen könntest, dann musst du nicht versuchen, das 1% Vögel, das durch Windkraft, die viele positive Auswirkungen hätte, stirbt, unbedingt zu retten. Ja? Das ist völlig falscher Ansatz. Völlig falscher Ansatz. Das ist wie, wenn man seinen Rucksack ultraleicht kriegen möchte, weil man zu viel Zeug mit sich rumschleppt beim Trekking. Ja? Und was macht man? Man sägt seine Zahnbürste ab. Damit kriegt man den Rucksack vielleicht noch nicht mal, aber sagen wir mal, es ist eine super schwere Heavy-Zahnbürste. Ja? So ein richtig großes Ding, mit dem man auch ein Klo putzen kann. Wenn man die absägt, dann kriegt man seinen Rucksack vielleicht 0,5% leichter. Ja? Also so ungefähr ist das. Nicht, dass man sich einen anderen Schlafsack kauft oder ein leichteres Zelt mitnimmt oder gar einen leichteren Rucksack mitnimmt oder vielleicht den Klappstuhl zu Hause lässt. Nein, man sägt den Griff seiner Zahnbürste ab. Und ungefähr so sinnvoll ist es, wenn wir jetzt Windkraft verbieten würden wegen toten Vögeln, wo wir doch gleichzeitig, wenn wir an toten Vögeln ein Interesse haben, ja? Wenn wir ein Problem damit haben, dass Vögel sterben, dann gibt es 6 Milliarden Maßnahmen, die effizienter sind, als auf den Ausbau der Windkraft zu verzichten. So, um das mal zu klären, ja? Also 100.000 Vögel ist gemessen an dem bisschen, beziehungsweise an dem Maß, wie sehr wir sonst auf Vögel scheißen, tatsächlich lächerlich. So, und ich wünsche mir, wir würden uns mehr, und das dauert jetzt lange. Aber ihr seht ja selber schon, wie lang das Video geworden ist. Ich wünsche mir, wir würden uns mehr als Teil der Natur verstehen und nicht losgelöst von ihr. So, und das nehme ich jetzt mal als Aufhänger. Das ist jetzt grundsätzlich, das kann ich ja nachvollziehen, ja, emotional. Emotional sehr, von Herzen. Aber ich bin eher der Kopfmensch. So, und deswegen sind gesponsert die weiteren Minuten dieses Videos oder Stunden, je nachdem, weiß ich noch nicht so genau, dieses Videos sind gesponsert von Fakten statt Gefühle, so ungefähr. Ne? Und wenn wir jetzt mal das mal durchspielen, ja? Lasst uns doch mal, ich lehne mich mal an, ihr holt euch bitte ein Heißgetränk, ihr werdet es brauchen, alternativ ein nicht heißes, vorzugsweise kalt getrunkenes Getränk. Davon bin ich zwar kein großer Fan, aber wer das mag, jetzt wäre auch eine gute Gelegenheit dazu. Ne? Wir spielen das jetzt mal durch. Nehmen wir jetzt mal an, wir gehen zurück. Wie lang ist das Video? Scheiße, habe ich schon 9 Minuten gelabert? Okay, macht nichts. Wir gehen jetzt zurück zur Natur. Nur mal angenommen, wir interpretieren, dass dieses Zurück zur Natur, da kann man sich jetzt super kloppen, was ist denn überhaupt Zurück zur Natur? Ja? Was ist denn mehr Verbundenheit? Wir machen gleich mal ein schönes Beispiel. Aber nur mal angenommen, wir gehen jetzt alle in den Wald. Ja? Deutschland rennt in den Wald, rennt zurück zur Natur, weil Wald können wir ja jetzt gegebenenfalls vielleicht als Natur auslegen. Wartet, ich zoome mal noch ein bisschen raus. Ich hocke hier nämlich in einem sehr schönen, sehr naturnahen Wald. Ich kann auch gerne mal ein klein wenig schwenken. Da, seht ihr? Also alles schön Laubeichen,
Buchenmischwald mit ein bisschen Kirsche drin, mit verschiedenen anderen schönen Dingen drin. Alles sehr, sehr naturbelassen, hoher Totholzanteil. Entwickelt sich langsam zu etwas, das man durchaus sehr, sehr, sehr schön finden kann. Also auch für die Tiere sehr geeignet und so weiter. Ne? So, nehmen wir mal an, wir rennen jetzt alle in den Wald. Nehmen wir einfach allen Wald zusammen. Egal ob Fichtenmonokultur oder sowas, wie ich jetzt hier drin hocke. Wenn wir das alle tun, dann hat jeder Deutsche oder jede Deutsche, jedes Kind, jede Oma, ne? Alle, hat dann sage und schreibe, und das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht in Anbetracht dessen, was wir so als Wohnraum haben, 1450 Quadratmeter Wald. Boah, krass. Das ist ein Streifen, der ist 100 Meter lang. Boah. Ja, und 14 Meter breit. Und das war's dann aber auch. Ne? Und angenommen, wir wollten jetzt auch noch davon leben, dass wir zurück zur Natur gegangen sind. Mal davon abgesehen, dass dann kein Platz mehr für Tiere ist, kein Platz mehr ist für irgendwelche Holzgewinnung, kein Platz mehr für irgendwelche anderen Lebensformen. Wir die Hälfte von diesem Gebiet garantiert dann noch zu asphaltieren, damit wir unser Auto irgendwo hinstellen können. Die da auch noch irgendwie drauf wohnen wollen, auf unserem 14 Meter, 100 Meter Streifen. Wir gegebenenfalls noch Nahrung drauf anbauen müssen. Wir vielleicht eventuell noch ein kleines bisschen Wasser da drauf brauchen. Man muss ja auch noch was trinken und so weiter. Und dann wird das sehr schnell sehr, sehr, sehr knapp. Ja gut, haben wir jetzt nicht nur Wald zur Verfügung, wenn wir zurück in die Natur wollen. Wir haben auch noch eine erheblich geringere, wirklich verschwindend geringe Fläche an Natur, die nicht Wald ist, wenn man sie dann Natur nennen möchte. Unser durchschnittlicher Wald hat die Bezeichnung nicht, auch nicht unbedingt wirklich verdient. Natur gibt es in Deutschland so gut wie gar nicht. Wohin soll man dann eigentlich zurück? Naja, egal. Jedenfalls ist der Grundgedanke einfach der, wir sind zu viele. So, wir sind zu viele ist die Leitidee und das zentrale Motiv dieses Videos, weil bestimmte Dinge, bestimmte Lösungen, die einem erstmal total naturromantisch und ökologisch und sonst irgendwie vorkommen mögen, ich kann noch ein bisschen ranzoomen, ich bin ja sehr weit weg, die klingen erstmal toll auf dem Papier und auch im Hirn klingen die erstmal toll und man würde sich das sehr wünschen und man hätte vielleicht das Gefühl, dass es dem Weltfrieden auch nicht schaden würde und das mag auch alles durchaus stimmen. Ja, absolut. Aber das kann alles nicht funktionieren. Das ist alles völlig unmöglich, solange nicht ca. 75% der Menschheit beschließt zu sterben. Ja, das muss man jetzt erstmal sacken lassen. Wir sind zu viele. Der Planet ist zu voll. Ich glaube, 30% der gesamten tierischen Biomasse auf dem Planeten, alle Tiere, alle, die in den Meeren leben, alle, die in den Lüften fliegen, alle Insekten, diese vielen, vielen Tonnen an Insekten, alle Kühe, Hirsche, Rehe, Maulwürfe und Opossums dieser Welt bilden zusammen 100% der tierischen Biomasse auf diesem Planeten. 30% davon ist Homo sapiens. Ich glaube, das war die Zahl. Sie könnte auch ein kleines bisschen abweichen, aber sie ist erschreckend. Sie ist einfach nur wahnsinnig erschreckend, wie viel menschliches Fleisch auf diesem Planeten eigentlich rumläuft. Wir sollten Kannibalen werden, wäre auch ein Problem gelöst. Na, ist natürlich ein Witz, will man nicht, ne? Will ich nicht, wollt ihr nicht, will keiner, wäre auch schlimm, aber die Stämme, die das mal gemacht haben, rein vom Nachhaltigkeitsgedanken her, und so kacke das jetzt auch klingt, ist das gar nicht mal so unsinnvoll. Ja, natürlich, das will keiner, ja, aber nur mal so rein. Das ist nämlich das Interessante, wenn man nämlich in der Ökologie überlegt und Ethik jetzt einfach mal weglässt, ne? Nur so spaßeshalber Ethik mal weglässt, dann ist die erste Erkenntnis, dass wir zu viele sind und wir im Grunde uns reduzieren müssten. Und das Problem ist, dass jedes Lebewesen, inklusive uns, natürlich einen Selbsterhaltungstrieb besitzt. Das ist auch gut so, sonst wäre die komplette Erde schon entvölkert. Also komplett entvölkert, mit allen anderen Viechern auch. Wenn sich jedes Tier nicht darum scheren würde, ob es noch lebt oder nicht, das wäre kontraproduktiv. Das wäre verdammt kontraproduktiv. In unserem Fall ist es leider so, dass wir im Laufe der Evolution Möglichkeiten entwickelt haben, unser Überleben derart krass zu sichern, dass wir tatsächlich eine neben der Natur existierende Gesellschaft geschaffen haben, von der wir das Gefühl haben, dass sie nichts mehr mit der Natur zu tun hat. Das mag auch durchaus wirklich in vielen Teilen so sein, aber letztendlich ist sie doch davon abhängig, weil alles von den ökologischen bzw. von den Naturgrundlagen abhängt. Ohne Natur, ohne Boden, der nun mal Natur ist, können wir letztendlich in keinster Weise Nahrungsmittel produzieren,
Okay, es gibt ein paar Ansätze, dazu kommen wir später noch. Ne? Aber ganz ohne wird wirklich verdammt schwierig. Und wenn doch, dann geht das vielleicht im kleinen Maßstab und ganz bestimmt nicht für 10 Milliarden Menschen, die wir bis dahin wahrscheinlich sein werden. Ne? Wenn nicht irgendjemand auf die Idee kommt, irgendwelche roten Knöpfe zu drücken oder irgendwelche lustigen Keime entstehen, die wir mit Antibiotika nicht mehr kaputt kriegen und wir bis dahin noch keine Alternative gefunden haben. Phagentherapie. Ich finde, Phagentherapie ist eine tolle Idee, um das mal in den Raum zu schmeißen. Wer weiß, was das ist, darf es gerne in die Kommentare schreiben. Aber, ne? Also das sind so die generellen Gedanken, die mir jetzt spontan durch den Kopf schießen. Und jetzt haben wir 15 Minuten gelabert und ich habe noch gar nicht groß auf meinen Zettel geguckt. Dabei sind das 3 Seiten, ne? Und die will ich nicht vorlesen. Das sind 3 Seiten Notizen, wo ich zu jeder Zeile noch ein bisschen was zu sagen habe. Das heißt, es könnte wirklich eine Weile dauern. Ich hocke dann wahrscheinlich auch irgendwann im Dunkeln. Dann gehe ich raus aus die Wiese, dann bin ich noch ein bisschen besser zu sehen. Aber noch hier im Walde. Gut, also spielen wir das mal durch. Also abgesehen von den 14 Meter breiten 100 Meter Streifen, den wir alle im Wald haben, was gibt es denn noch für Szenarien, um zurück zur Natur zu kehren? Und man kann das auch so formulieren, liegt die Lösung für die Probleme der Menschheit in einem Back to the Steinzeit, ne? Back to the Stone Age, um es mal auf Englisch dann auch komplett korrekt zu sagen, oder liegt die Lösung in, ich formuliere es gerne so wie in der Marsianer, mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen. Ja, das können wir spoilern, letzteres. Meiner Meinung nach absolut letzteres, wenn die Lösung überhaupt irgendwo liegt. Ja, pessimistische Zeitgenossen könnten durchaus der Meinung sein, es gibt keine Lösung. Kann ich persönlich emotional durchaus auch wieder sehr gut nachvollziehen. Ja, also viele Dinge, die hier jetzt eine Rolle spielen in diesem Video, emotional kann ich sie sehr, sehr gut nachvollziehen. Intellektuell, also rein kopfdurchdenkend, macht vieles nicht so viel Sinn. Ne? So. Also, zurück zur Hauptthese. Ist zurück zur Natur die Lösung? Die Lösung! Und jetzt machen wir einfach mal ein Extrembeispiel. Ja? An Extrembeispielen kann man viele Dinge besser erklären als an irgendwie so Halbbeispielen. Bei Halbbeispielen ist alles nur halb so extrem, ja? Aber die Grundprobleme bleiben bestehen. Ja? Also soll heißen, eine Halbextremlösung würde nicht 75% der Menschheit ausrotten müssen vorher, sondern nur, weiß nicht, 30, 40, irgendwie sowas vielleicht. Ne? Also das wäre dann so eine Halblösung. Dementsprechend wäre es auch weniger krass. Aber da wir ja zurück zur Natur wollen, folgendes Beispiel. Wir haben keine Industrie mehr, weil Industrie wollen wir nicht, die ist böse. Das heißt, damit haben wir auch keine Technik mehr. Wir haben an Möglichkeit sowieso gar keinen Strom, weil der ist auch nicht Natur. Wir wollen also zurück auf den Zustand eines Naturvolks. Naturvolk ist definiert, dass es nie mit in der Industrialisierung quasi in Verbindung gekommen ist. Ja? Es hat nie irgendwelche Hightech, also alles, was bei Dampfmaschine anfängt und darüber hinausgeht, kennengelernt. Das ist ein Naturvolk. Gab es, beziehungsweise gibt es noch auf dem Planeten so ungefähr 3 oder 4, man ist sich nicht ganz sicher. Die wohnen alle im Dschungel, bis auf eins, das wohnt auf einer Insel und wenn der Pfarrer rüberschippert, um sie zu missionieren, wird er mit Pfeil und Bogen erschossen. Ich äußere mich dazu jetzt nicht weiter, sonst wird mir wieder Empathielosigkeit unterstellt. Ne? Gut, jedenfalls der Missionar, ich weiß gar nicht, ob es ein Pfarrer gewesen ist, keine Ahnung, irgendein Katholik. Das sind die letzten Naturvölker. Davor gab es noch große Naturvölker, das sind immer ganz kleine, ne? Deswegen sind die auch noch übrig. Wie zum Beispiel die Inuit. Ne? Die Inuit, sehr prominentes Beispiel, ein Beispiel, mit dem ich mich jetzt sehr gut auskenne, die ich persönlich auch jetzt getroffen habe und bei denen ich sagen kann, na, seit spätestens 1800 rum ist das mit dem Naturvolk nicht mehr so ganz aktuell und heutzutage. Viele wissen noch einiges. Und die können auch noch einiges, aber es ist relativ bezeichnend für den Zustand von Grönland, dass die Population an Schlittenhunden immer weiter zurückgeht. Die waren früher die absolute Lebensgrundlage. Jede Familie musste ihre Schlittenhunde haben, damit man sein Essen bekommen konnte. Ohne Schlittenhunde ging da überhaupt nichts. Die ganze Kultur hat auf Schlittenhund basiert. So, die Zahl der Schlittenhunde geht immer weiter zurück. Bezeichnend. Und übrigens, auch wenn Greenpeace da gerne ankommt und Wale und Robben retten möchte, die Kultur der Inuit war in ihrem Verbrauch von Wal und Robbe als Kultur der Inuit. Ja? Ohne wir, die wir das dann noch importieren und daraus was weiß ich was, potenzsteigerndes, was auch immer herstellen wollen. Oder die Chinesen, die das vorzugsweise machen. Oder, ne?
Oder hängen uns einfach ein Narwal, Horn, Stoßzahn, Stoßzahn ist es, glaube ich, streng genommen, an die Wand, einfach weil es schön aussieht und solche lustigen Ideen. Ja? Aber davon mal abgesehen, die Inukultur als solche, die fürs Überleben übrigens komplett karnivor gelebt hat, die haben sich so gut wie gar nicht vegetarisch ernährt, also so 10% vielleicht Beeren im Sommermampfen, im Spätsommer, aber der Rest war alles tierisch. Und diese Kultur war 100% nachhaltig. Die haben, bis wir da aufgetaucht sind, mit einer ungefähr konstanten Bevölkerungsdichte in den härtesten aller Lebensbedingungen wunderbar überlebt und das 100% nachhaltig. Ja? Ohne irgendwelche Technologie, als einzige Wärmequelle im Winter eine Tranlampe. Ja? Also eine Schale, da drin war Walfett oder Robbenfett, je nachdem was gerade da war, aus dem Blubber rausgeklopft. Und daran hat man mit Moos einen Docht reingeflochten. Und diesen Docht hat man angezündet und das gab dann ein kleines, so wie so eine kleine Petroleumlampe, so eine große Flamme vielleicht. Und das war die einzige Wärmequelle, mit der die minus 30, minus 40 Grad relativ unbeschadet überstanden haben und festgestellt haben, na gut, jetzt ist ein klein bisschen kalt, gib mir noch einen Schnaps zum Lutschen. Hatten sie nicht, damals, Gott sei Dank. Inzwischen leider schon, egal. Wollen wir gar nicht so weit zu den Inuit abschweifen, aber das wäre einfach mal ein Beispiel für ein Naturvolk, wie es sie noch gegeben hat, die eine perfekte, nachhaltige Lebensweise gehabt haben. Anderes Beispiel, ebenfalls ein Naturvolk, waren die Mongolen, die über ihre Nomaden der heutigen Mongolei, nennen wir sie jetzt mal so, ne? Sonst kommt der Genghis Khan um die Ecke und so. Den brauchen wir gar nicht. Die Nomaden der heutigen Mongolei, noch vor 100 Jahren oder was, waren die ja komplett nomadisch unterwegs, hatten ihre Jurte, haben mit ihrer Jurte mal hier gelebt, mal da gelebt, hatten ihre Viehherden dabei und die haben sie halt durch die Mongolei getrieben. In der Mongolei ist aufgrund von Trockenheit und Kälte Ackerbau quasi nicht möglich, auch heute noch nicht, kann sich vielleicht noch ändern. Und deswegen war es einfach genial mit den Tieren, die Gras fressen können, wir aber nicht, das heißt wir können schon, aber wir können es nicht verdauen, die Tiere hingegen schon, diese durch die Landschaft zu treiben. Und warum durch die Landschaft treiben? Na, wenn man sie immer am gleichen Punkt stehen lässt, muss man zufüttern, weil dann fressen sie da alles auf und dann finden sie nichts mehr. Wenn man hingegen in einer geringen Bevölkerungsdichte von Mensch, mit einer geringen Bevölkerungsdichte von Weidetieren, in einer sehr, 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 sehr großen Steppenlandschaft mit jede Menge Gras ständig unterwegs ist und immer überall nur ein bisschen abweidet, bleibt das Gras immer ganz, das Gras wächst nach und wenn man ein paar Jahre später, die Flächen sind so riesig, dass man wirklich ein paar Jahre später erst wiederkommen braucht, weil die einfach gigantische Flächen hatten, um sich auszubreiten, um dort zu weiden, ist das Gras wieder hundertprozentig vorhanden. Ökosysteme, die allermeisten, haben einen gewissen Überschuss. Ja? Es gibt eine gewisse Menge von Biomaterial, sage ich jetzt einfach mal Biomasse, die mehr produziert wird, als zum Erhalt des Systems erforderlich ist. Und von dieser Menge kann sich jetzt ein Spitzenpredator beispielsweise ernähren. Ja? Also ein normaler Wald wie dieser hier, der produziert so und so viel Grünzeug, das kann das Reh alles auffuttern. Jetzt kann der Wolf kommen und eine gewisse Menge Reh immer wegfuttern, weil die Reproduktionsrate des Rehs etwas höher ist, als notwendig ist, um den Rehbestand bei der konstanten Pflanzendichte, die dann auch nicht unbedingt abnehmen sollte, aufrechtzuerhalten. Ja? Und wenn jetzt der Wolf immer wieder die Rehe weghapst, können die Rehe auch gar nicht so viel Pflanze auffuttern, dass die Pflanzenbestände dann wieder bedroht werden. Und damit gibt es immer eine stabile Rehpopulation, immer eine stabile Pflanzenpopulation und auch immer eine stabile Wolfpopulation, weil die Überschüsse immer rausgenommen werden und den Wolf frisst am Ende keiner mehr. Deswegen Spitzenpredator. Ja, der ist an der Spitze der Nahrungskette. Das sind im Grunde auch wir, wenn man uns irgendwo einordnen möchte. Man kann uns nirgendwo einordnen, weil wir anders als alle anderen sind, weil wir eben nicht nachhaltig sind und einzelne Nahrungsgrundlagen einfach komplett aufbrauchen. Und es ist uns egal, dass wir damit unsere eigene Nahrungslebensgrundlage zerstören, weil wir brauchen sie einfach auf. Wir wissen zwar, irgendwann ist futsch, aber solange es nicht zu unseren Lebzeiten geschieht, scheint uns das nicht zu interessieren. Wir sind schlau, Homo sapiens, der wissende Mensch. Ja, jedenfalls, das wussten wir alle schon, aber damit hätten wir jetzt ein Beispiel für diverse Naturvölker. Als sowas könnte man zum Beispiel leben, wenn man jetzt back to the nature wollte. Ja? Als Mongolen, als Inuit oder alternativ als irgendein Stamm im Dschungel oder als Ägypter im Nildelta. Weil durch den Nil und die Hochwasser des Nils, die Äcker entlang des Nils, derart natürlich nachgedüngt werden und der Schlamm vom Nil auch eigentlich eine nie versiegende, weil durch
ständige Erosion immer wieder aufzufüllende, also zumindest bis in 100.000 Jahren oder was, ist nicht abzusehen, dass irgendwann mal dieser Prozess des Wiederfruchtbarmachens der Böden um den Nil irgendwann erliegen könnte. Wahrscheinlich ist da jetzt schon ein bisschen was im Argen, ja, durchaus möglich, aber zumindest theoretisch wäre das ein Beispiel, wo man auch Ackerbau in hundertprozentiger Nachhaltigkeit produzieren könnte. Die meisten Böden, denn Böden sind durchaus relevant, es gibt nicht einfach nur einen Boden, da stellst du irgendeinen Weizen drauf und dann wächst der, sondern es gibt gute Böden, die sind selten, und es gibt schlechte Böden, die sind häufig. So, und wenn du jetzt nicht einen unglaublich guten Boden hast, der aus irgendwelchen natürlichen Gründen ständig mit Nährstoffen versorgt wird, kannst du auf beliebigen Boden dieses Planeten, außer jetzt so Nilboden, ne, am Nil oder sonstige Böden direkt am Fluss, die dann hin und wieder überschwemmt werden und damit werden Nährstoffe natürlich zugeführt, ja. Ansonsten, von diesen Böden abgesehen, kannst du nirgendwo auf dem Planeten nachhaltig Ackerbau betreiben. Außer du düngst nach. Ja? Und damit müsstest du quasi ein Kreislaufsystem aus deiner eigenen Ausscheidung wieder auf den Acker schmeißen, beziehungsweise die deines Viehs, in hundertprozentiger Vollendung hinkriegen. Und das wird schwierig. Ja? Das geht zwar, aber man bräuchte auch die Fläche dazu. Ja? In so einer 100% Bio-Wirtschaft, 100%, ja, das haben wir nirgends. Wir haben nirgendwo perfekt nachhaltige Landwirtschaft. Also höchstens in so ein paar wirklichen Muster, super, super, super vorbildlichen Betrieben. Ja? Aber das ist sehr, 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 sehr selten. Sehr, sehr selten. Und das kann man auch nicht, weil der Flächenbedarf enorm hoch ist, weil du komplett auf Pflanzenschutzmittel verzichtest, weil du bestenfalls den Käfer wirklich noch händisch von der Pflanze sammelst. Dann brauchst du enorme Flächen, um damit eine gewisse Zahl von Menschen satt zu kriegen. Ich sage nicht, dass sowas in unserem Szenario Back to Nature gar nicht möglich ist. Ich sage nur, wir brauchen enorme Flächen. Und das Problem ist jetzt, wenn wir ja total Back to Nature wollen, dann ist es für uns ja keine Option, in unserem Beispiel Wald zu roden, um dort einen Acker hinzustellen. Und wenn wir uns jetzt angucken, dass die deutsche Waldfläche zwischen 70% und 90% natürlicherweise betragen würde und derzeit bei 33% ungefähr liegt, 32, noch, egal, dann ist das keine Option, weil damit kriegen wir zwar ein paar Leute ernährt, und das können wir dann auch tun, ja, dann sind wir ein nachhaltig wirtschaftendes Bauernvolk, hier in Deutschland beispielsweise. Ja. Dazu können wir noch zusätzlich Nahrung besorgen, dass wir in unseren 70, 80, 90% Wäldern auf die Jagd gehen und den Überschuss, den der Wolf nicht ganz verbraucht, da auch mal hin und wieder selber ein Reh rausnehmen oder vielleicht auch mal einen Hirsch. Oder gegebenenfalls, das tun wir mal so, als würden die ausgestorbenen Tierarten einfach zurückkommen, wenn wir jetzt natürlich leben, auch mal ein Elch und ein Uhr und ein Riesenhirsch. Und ne, da kann man dann schon mal ordentlich von essen. Wir müssten aber wirklich verdammt nochmal aufpassen, dass wir davon nicht zu viele erlegen. Wichtig ist in diesem Szenario nämlich auch, dass wir nicht irgendwann wieder auf die Idee kommen, zurück zur Technologie zu verfallen. Ja? Wahrscheinlich würde es ein paar Jahre dauern und dann hätte jeder vergessen, wie man ein Schießgewehr bastelt. Ja, diejenigen, die es ohnehin können. Viele von uns wissen das ja gar nicht, wie das geht. Also ganz ehrlich, ich würde mich auch schwer tun. Davon abgesehen, wenn du keinen Zugang mehr zu Metall hast, wo willst du dann ein Rohr vor den Lauf herkriegen? Kannst du Eisen so schmelzen, dass du dein Rohr kannst? Weißt du, wie man Stahl herstellt? Also die allerwenigsten werden jetzt sagen, das kann ich, kein Problem. Und selbst wenn du Stahl herstellen kannst, wie macht man daraus einen Lauf? Schwierig, ne? Also so gänzlich ohne Industrialisierung, die meisten Techniken sind dann irgendwie flöten. Davon abgesehen, wer weiß, wie man Antibiotika baut, ne? Herstellt, braut, zusammenkippt. Ich nicht, ne? Und ich bin schon halber Mikrobiologe. halber, naja, sagen wir 10%. Also im Vergleich zu einem Ganzen. gut, ne? Also das sind so Überlegungen, ja? Was habe ich denn hier noch aufgeschrieben? Wir machen keine Flächenversiegelung mehr, ja? Wir kippen auch nirgendwo mehr Beton hin, damit wir da bequem unsere Häuser draufstellen müssen. Dann haben wir übrigens das Problem, dass beliebige Flächen im Lande auch überschwemmt werden können. Man könnte auch davon ausgehen, dass man puff durch irgendwelche Magic, ist ja jetzt egal, oder durch tatsächlichen Rückbau, bevor wir beschließen, jetzt alle wieder in die Natur zu gehen, die Flüsse wieder entgradigt. Dann wird noch ein Haufen Teil, ein großes Teil der Landefläche wird dann regelmäßig überschwemmt. Insbesondere, wenn mit höheren Starkregenereignissen zu rechnen ist, also mit häufigeren Starkregenereignissen. Dann müssen wir auch irgend dafür eine Lösung finden. Dann müssen wir wieder auf Stelzenhäusern bauen, in Stelzenhäusern leben, irgendwie sowas. Ne?
Gut, nichts Nährstoffexport aus den Böden, keine Rodung von Wald zugunsten Landwirtschaft, kein Kunstdünger, keine moderne Medizin, keine Flächenversiegelung, hatte ich schon gesagt, grundsätzlich kein Strom. Ja. Und generell versuchen wir einfach natürliche Ökosysteme so unverändert wie irgend möglich zu lassen. So, das ist das Szenario. Soll das jetzt, oder etwas natürlich etwas weniger krasses, ja, das muss sich jetzt jeder selber überlegen, aber ich nehme jetzt mal das Extrembeispiel, so wie ich es gerade beschrieben habe. Soll das jetzt die Lösung sein? Können wir damit jetzt irgendwie den Planeten retten? Naja, das gibt jetzt ein paar Probleme. Ich habe sie mir mal aufgeschrieben. Wie können wir denn dann überhaupt leben? Denn ohne nachhaltige Landnutzung, richtig nachhaltige Landnutzung, ist scheiße schwierig. Und wir leben auf einem Planeten, das ist ganz, ganz wichtig, wo die Ressourcen ungleichmäßig verteilt sind. Aha. Die Erde hat sich da einen Scheiß drum gekümmert, dass jeder gleich viel Essen hat und gleich viel guten Boden hat oder sonst wie. Also Beispiel, ohne Jagd, was nur bei geringen Populationszahlen von Leuten in Afrika funktioniert, hast du in Afrika so gut wie nichts zu essen. Landwirtschaft ist in großen Teilen Afrikas, zwar also in den sehr fruchtbaren Teilen, wo sie dann erfunden worden ist, die Landwirtschaft, da mag sie gehen. In großen Teilen Afrikas geht sie nicht. Ne? Es gibt einfach, wenn wir die Technik wegnehmen, viele Ecken auf dem Planeten, wo nur eine minimale, kleine Mini-Population von Homo sapiens leben kann und auch nur dann, wenn sie viel Zeit hatte, sich darauf anzupassen, da zu leben. Ne? Deswegen sehen wir zum Teil ja auch ein bisschen unterschiedlich aus, weil wir mitunter viel Zeit hatten, uns darauf anzupassen, wo wir jeweils leben. Das ist so, ne? Wie bei Tieren. Genau wie bei Tieren, wenn du in einem bestimmten Lebensraum lebst und mit der Natur lebst, nur dann passt du dich deinem entsprechenden Lebensraum nach und nach ein wenig an, was unterschiedliche Hautfarben erklärt beispielsweise. Ne? So, wir haben dann also das Problem, nur auf sehr fruchtbaren Böden können wir weiterhin für ackerbauliche Nutzung genutzt werden. Die sind aber selten. Man findet dazu keine Zahlen, wie viel man mit wirklich 100% nachhaltiger, komplett natürlicher Landwirtschaft ernähren könnte, wie viele Menschen. Man findet keine. Aber jetzt gehen wir doch spaßeshalber einfach mal davon aus, dass wir diese Kreislauflandwirtschaft mit unserer eigenen Scheiße und die von unserem Vieh wieder auf den Acker werfen und so weiter, das in einem wirklich perfekten Maße hinkriegen, dann kann man damit vielleicht 1,5 Milliarden Menschen ernähren. Ja? Problem ist ja nur, dass wir keinen Wald roden dürfen. Das heißt, die Fläche, die wir nicht instant bewirtschaften, wächst uns irgendwann wieder mit Wald zu und dann dürfen wir die ja nicht mehr roden. Wir dürfen nur noch ganz nachhaltig hier und da mal einen Baum entnehmen, weil das noch nachhaltig ist. Ne? Aber das nur mal so am Rande angemerkt. Weitere Menschen können wir eben durch die Steppennutzung, die ich bei den Mongolen beschrieben habe, ernähren. Das sind so irgendwas, das ist wirklich nicht viel, so irgendwas 3 bis 30 Millionen vielleicht. Ja? Lass es 60 oder von mir aus auch 100 Millionen Menschen sein. Dafür braucht man geeignete Lebensräume, die dann eben auch entsprechend, wo kein Wald entsteht, wo wirklich viel Gras für große Herden vorhanden ist. Und da muss genug Fläche vorhanden sein, dass diese Herden eben nie ihre eigene Nahrungsgrundlage auffuttern. Und damit ist das gar nicht so viel, was da leben kann. Davon abgesehen müssen die Leute da zentral leben, weil wir können Fleisch nicht über längere Strecken transportieren. Bestenfalls noch als Trockenfleisch. Und davon abgesehen haben die keine Flugzeuge und keine großen Dieselschiffe und sonst irgendwie, mit denen wir das dann gekühlt, schon gar nicht, über längere Strecken transportieren könnten. Ohnehin wäre es notwendig in so einem Zurück-zur-Natur-Szenario, dass die jeweiligen Gruppen auf den jeweiligen Ecken des Planeten sich jeweils selbst versorgen. Also wir müssen in mehrere autarke kleine Zellen zerfallen und es funktioniert ja heute auch schon nicht, dass wir ein großes Ganzes sind, aber das würde dann noch weniger funktionieren, einfach weil die Gütertransportwege erheblich eingeschränkt sind. Also von Globalisierung wäre dann auch abzusehen. Geht nicht mehr. Gut, das ist die Variante Viehhaltung. Dann gibt es noch die Variante, übrigens kein Anspruch auf Vollständigkeit, es mag noch ein paar andere Möglichkeiten geben, ja. Die Variante an der Küste wohnen, Fisch und Meeresfrüchte fangen bzw. sammeln. Das ist durchaus hat durchaus Potenzial, wenn wir davon ausgehen, dass unser Zurück-zur-Natur-Zeitpunkt, wo wir beschließen, das zu tun, noch stattfindet, während es noch Fische im Meer gibt.
Ja, das wäre jetzt die wesentliche Voraussetzung, beziehungsweise bevor wir die Meere so versäuert haben, dass da dann auch irgendwie das komplette Meeresleben im Eimer ist. Aber derzeit wäre das schon so, dass da bestimmt eine 500 Millionen Menschen bei idealen Bedingungen, ne, und an den richtigen Küsten und immer schön aufpassen und vielleicht noch ein paar Süßwasserflüsse dazunehmen und so weiter, könnte man da vielleicht 500 Millionen Menschen noch zusätzlich mit ernähren. Nur so zum Überschlagen, wir sind jetzt bei etwa so 2,6 Milliarden Menschen maximal, wenn wir bei der Landwirtschaft davon ausgehen, dass die Landwirtschaft alleine 2 Milliarden ernähren könnte. Aber sagen wir jetzt einfach mal 1,5, dann sind wir jetzt bei 2,1 Milliarden Menschen. Die Jagd, damit die nachhaltig erfolgt, wirft die nicht viel ab. Ha? Also als es hier noch Jäger in der Region gab, als wir hier noch in der Altsteinzeit gelebt haben in Mitteleuropa, kann man sicher sein, dass die Bevölkerung nie explodiert wäre, was sie dann hinterher nur deswegen ist, wegen der neolithischen Revolution, also der Landwirtschaft, die durchaus an vielem Elend übrig ist, schuldig ist, weil sie fast eben nicht, bis auf sehr guten Böden, bei ständiger Nährstoffrückführung, fast nicht nachhaltig zu betreiben ist. Und übrigens, selbst wenn man sie auf sehr guten Böden bei ständiger Nährstoffrückführung macht, ist das dann trotzdem ein komplett menschliches System. Ja? Das ist nicht das natürliche Ökosystem, sondern ein komplett menschgemachtes Mini-Ökosystem für uns, wovon nur wir leben können, wo sonst die Biodiversität erheblich zurückgeht von der Umgebung. Ne? Insbesondere, wenn noch Tierhaltung dazukommt und so weiter. Überhaupt Tierhaltung. Tierhaltung ist auch was in einem natürlichen Leben nicht vorkommen würde. Die Tiere wollen nicht gehalten werden. Manche haben wir so züchterisch verändert, dass sie das inzwischen wahrscheinlich freiwillig tun, könnte man so auslegen. Aber gedacht war das sicherlich ursprünglich nicht so, vorsichtig mal formuliert. Das hat sich ohnehin, je nachdem, an welche Religion man glauben mag, hat sich das vielleicht sogar doch jemand gedacht, wenn man daran glauben mag. Davon abgesehen, von der Evolution so vorgesehen war es sicherlich auch nicht. Aber selbst der Evolution kann man keinen Willen unterstellen. Deshalb ist das alles schwierig. Ne? Also die Jagd, vielleicht nochmal 100 Millionen Menschen und ein paar hunderttausend Menschen, die können vielleicht in den Regenwäldern, wie zum Beispiel so ein Aborigine in den australischen Dschungeln, wenn er dann sich gerade da rumtreibt, der war ja natürlich auch auf der Strecke draußen unterwegs, oder jetzt irgendwelche Yanomami-Indianer in Südamerika beispielsweise, die können auch wirklich von dem, was der Wald ihnen bietet, leben. Die jagen natürlich auch, nicht nur primär, sondern die essen dann auch größere Früchte der Bäume, sofern das zur Verfügung steht. Also das werden sicherlich auch nochmal ein paar Menschen, die so leben könnten. So, das können wir jetzt alles zusammensummieren und dann kommen wir auf, sagen wir jetzt einfach mal, spaßeshalber 2 Milliarden. Sagen wir jetzt einfach mal, spaßeshalber. Gut, jetzt haben wir noch ein Problem. Wir brauchen nämlich noch Ressourcen zum Bauen. Und diejenigen von uns, die außerhalb des Äquatorgürtels, des Subtropengürtels leben, müssen heizen. Und Heizen ist plötzlich ein Riesenproblem, wenn zum Heizen eigentlich nur noch Holz zur Verfügung steht oder andere geeignete Biomasse. Wenige Ausnahmen, Walöl für die Inuit, Kuhfladen bzw. die Kacke ihrer eigenen Viecher, nicht unbedingt Kuh, eher Ziege, für die Mongolen, ne? Jackfladen für die Tibeter, sowas in der Richtung, damit kann man auch arbeiten, da muss man aber sich sehr zurückhalten, was das Heizen angeht, aber es geht. Die haben ihr Leben lang nichts anderes gemacht. Also diejenigen, die noch wirklich mit der Natur gelebt haben. Da gibt es ja heutzutage nicht mehr viele, muss man mit der Lupe suchen. Aber wer jetzt nicht so ein super nachhaltiges Heizsystem schon über Jahrhunderttausende etabliert hat, ja, ganz so lange ist es auch nicht, aber über Jahrtausende, das kann man sicherlich sagen, der hat das Problem, dass er irgendwie auf Holz zurückgreifen muss. So, wenn wir jetzt plötzlich wieder ganz viele Menschen sind, die mit Holz heizen wollen, dann haben wir plötzlich wieder das gleiche Problem wie damals im Mittelalter, wo wir auch ganz viele Menschen, zwar deutlich weniger als heute, aber dafür wollten alle mit Holz heizen, gewesen sind. Und dann passiert vermutlich das gleiche wie damals im Mittelalter, wenn wir alle mit Holz heizen wollen, dann haben wir bald keine Wälder mehr. Denn die sind sehr, sehr knapp geworden. Am ausgehenden Mittelalter hat man deswegen die nachhaltige Forstwirtschaft aus Not erfunden, weil einem das Holz ausgegangen ist. Ja, also 1512 müsste es gewesen sein, da hat man erst die Tannensaat, beziehungsweise Nadelbaumsaat, möchte ich mal allgemein sagen, entdeckt und zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte über Generationen hinweg eine technisch nachhaltige Lösung für ein Ressourcenmangelproblem erfunden.
Ja? Also zumindest bei uns im mitteleuropäischen Raum. Mag sein, dass bei den Chinesen das noch irgendwie auch mal anders gewesen ist. Vielleicht hatten auch die Inka schon irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Aber im europäischen Raum zum ersten Mal. So. Das hat nicht ganz gereicht, weil das hat man nicht intensiv genug betrieben. Und dann 1521 könnte es auch gewesen sein, das mit der Zahnsaat. Okay, ich kriege die Daten nicht mehr zusammen. Anfang des 16. Jahrhunderts war es jedenfalls. Und Anfang des 18. Jahrhunderts, 1713, da bin ich mir ziemlich sicher, hat ein gewisser Hans Karl von Carlowitz dann den Begriff der Nachhaltigkeit erfunden. Mehr oder weniger. Und auch die Idee des Nachpflanzens von Wäldern, und zwar im großen Stil, publik gemacht. Ja, das war ein Adliger, der hatte Power, Macht und Reichtum und konnte deshalb seine Ideen dann auch einigermaßen verbreiten, weil er hat ein dickes, fettes Buch geschrieben. Es ist wirklich verdammt dick und fett. Und das kann man da jetzt nachlesen, wie man denn nachhaltig bitteschön wirtschaften soll. Von der wilden Baumzucht. Ja, wurscht. Jedenfalls, bis zu diesem Zeitpunkt ging es mit dem Wald. Und wir hätten mit unserem Szenario noch 2 Milliarden Menschen hier in Mitteleuropa sicherlich ähnliche Bevölkerungsdichten oder würden zumindest versuchen, diese mit unseren kleinen Mini-Landwirtschaftshöfen, die eigentlich auch schon gar nicht zulässig sind, weil sie ja was anderes sind als die natürliche Landnutzungsform. Es ist eine Landnutzungsform und damit, ne? Aber tun wir mal so, dann hätten wir wieder ähnliche Werte. Und wenn dann der Winter kommt und allen ist kalt und insbesondere bei den ersten Wintern wird uns sehr kalt sein, weil wir alles verweichlichte Städter sind und Kälte nicht mehr kennen, werden wir verdammt viel heizen müssen. Dann werden wir ganz schnell feststellen, dass unsere ein Drittel der Waldfläche, die noch da ist, nur sehr knapp vielleicht zum Heizen ausreicht. Vielleicht. Na, ich sage jetzt mal ganz vielleicht. Und dann brauchen wir noch Bauholz, weil mit irgendwas müssen wir noch bauen. Klar könnten wir theoretisch auch Steine aufeinander stapeln, aber das ist so richtig warm dann auch nicht wirklich im Winter. Grassoden, Hütten, ja, wenn man nichts Besseres hat, aber das Holzhäuschen hat sich schon als ganz gut erwiesen eigentlich, wenn man dann die Möglichkeit hat. Also Bauholz brauchen wir auch. Jetzt hält so ein primitiv zusammengezimmertes Holzhaus leider nicht sehr lange, dann brauchen wir schon wieder Bauholz. Dann brauchen wir noch Möbel aus Holz, dann brauchen wir eigentlich alles aus Holz, Essschalen und Küchen aus Holz, weil Plastik gibt's nicht mehr. Metall für sowas verwenden können wir auch nicht. Wenn ohnehin irgendjemand weiß, wie man Eisen, das man an der Erdoberfläche findet, irgendwie schmelzen kann und damit zumindest ein bisschen rudimentäre Werkzeuge herzustellen. Alles nicht so einfach. Davon abgesehen, anderes Eisen als das bisschen, was wir an der Erdoberfläche finden, steht uns nicht zur Verfügung, weil wir die Technologie nicht haben, um richtig krasse Minen zu buddeln. Theoretisch könnte man übrigens noch mit Holzkohle heizen, aber die braucht davor jede Menge Holz. Ne? Also es wäre nur kurzfristig, wenn man mal irgendwann ein größeres Heizvorhaben hätte oder sonst wie, kurzfristig und in sehr kleinen Umfang nachhaltig möglich mit Holzkohle zu arbeiten. Ansonsten bleibt wirklich nur Holz, zumindest in unseren Breiten. In anderen Regionen der Erde halt wieder ein bisschen anders. Gut. Das bedeutet, auch wenn hier theoretisch auf unseren relativ guten Böden, das gilt übrigens auch für Frankreich und Teile von Polen und Österreich und die Schweiz, Teile von der Schweiz zumindest auf den Bergen nicht, aber da gilt ungefähr Gleiches wie natürlich bei uns. Theoretisch könnten hier viele Leute leben mit perfekter, nachhaltiger Landwirtschaft, weil die Böden das hergeben würden. Theoretisch. Praktisch beschränkt die Menge der möglichen Heizmaterialien, wenn die Winter mal wirklich kalt werden und so weiter, auch wieder die Größe der Personen, die hier entsprechend leben können. Zumal wir keinen Wald roden dürfen, weil sonst sind wir ja schon wieder die Landschaft beeinflusst und dann sind wir ja schon wieder nicht mehr mit der Natur. Ne? Man kann vielleicht in diesem Zusammenhang sich durchaus gut vorstellen, warum denn unsere Vorfahren so gegen die Natur gewesen sind seit der Jungsteinzeit. Weil sie einfach keine andere Wahl hatten. Wenn Bevölkerungswachstum passieren muss, dann muss mehr Ressource verbraucht werden. Und wenn man sich selber gegen Verhungern im Winter oder Frieren im Winter absichern will, und glaubt mir, das will man, wenn man irgendwo draußen in der Natur hockt und friert, dann will man da wirklich was gegen unternehmen. Der Drang, sich dann irgendwie es warm zu machen, ist relativ hoch. Und auch mir fällt dann relativ spät ein, dass ich jetzt hier gerade eine kostbare, zwar nachwachsende, aber trotzdem kostbare Ressource verbrauche, wenn ich mir ein Feuerchen mache. Ja, und so wird es unseren Vorfahren auch gegangen sein. Aber gut. Das heißt, die meisten von uns müssten also dort leben, wo wir nicht heizen müssen. Das Blöde ist, in dem Bereich, beispielsweise das Mittelmeer, da hat schon immer wer gelebt.
So, und was gibt es da jetzt nicht mehr? Gute Böden. Warum nicht? Ja, die sind schon alle ausgelaugt, weil wir da schon immer gelebt haben. Was gibt es da auch nicht? Nennenswert viel Holz. Beziehungsweise die Fichten, Pinus radiata Monokulturen, die man da jetzt wieder hingepflanzt hat. Schwierig, ne? Also die Region, wo das Leben wirklich zum ersten Mal angefangen hat, so richtig krass zu florieren, das menschliche Leben, und richtige Zivilisationen, wenn man das so nennen möchte, zu entwickeln, da ist heute nicht mehr gut. Ne? Sahara, auch wieder schwierig. Brasilien und so weiter, naja, da gibt es noch Reste von Regenwald. Sollte man vielleicht auch nicht unbedingt wegroten. Drin leben, ja, geht begrenzt, aber halt nur sehr, sehr, sehr begrenzt. Und das wird dann alles ziemlich schwierig. Dann haben wir noch Teile von Indien, in China noch so ein paar Bereiche, wo sie auch schon fleißig am entsprechend degradieren gewesen sind. Da haben sie zum Beispiel so riesige Lössplateaus. Grundsätzlich unglaublich fruchtbar, aber leider haben sie da so sehr den Wald gerodet und alles derartig genutzt, dass das komplett wegerodiert und der gelbe Fluss deswegen gelb ist, weil Löss ist gelb. Und wenn Löss in den Fluss dauernd erodiert, und zwar massiv, dann wird der gelbe Fluss noch gelber. Und dann ist der Löss irgendwann weg und dann wächst da nämlich nichts mehr. Ja? Aber das nur so am Rande angemerkt. Aber das haben sie begriffen, die Chinesen. Man kann ja viel Böses über die Chinesen sagen. Und das ist auch vieles davon völlig zu Recht. Ja? Aber in ihrer Diktatur haben die Diktatoren, die da zuständig sind, doch immerhin kapiert, dass, also den Eindruck habe ich wirklich sehr, Aufforsten und Naturschutz und Klimawandel und so ein Zeug, alles Dinge sind, die nicht ganz unwichtig sind. Ja? Also Menschenrechte, okay, die werden mit Füßen getreten, aber sie machen ein bisschen Umweltschutz. Erkennt ihr die Ironie an dem Ganzen? Ach ja, ja, so. Haben wir jetzt gesagt, ne? Außerdem müssten wir technischen Fortschritt langfristig unterbinden. Wir brauchen also wieder sowas wie die Kirche des Mittelalters. Die, wenn jemand auf die Idee kommt, wir könnten doch eventuell, nein, Hexe, verbrennt ihn. Oder sie, je nachdem, ne? Man könnte doch eventuell mal was anderes als Kuhscheiße auf die Wunde, nein, Hexe, verbrennen. Sowas bräuchten wir wieder, weil sonst kriegen wir wieder Technologie und dann geht die ganze Scheiße von vorne los. Genau. Sonst steigt nämlich die Weltbevölkerung, dann müssen wir wieder alle hungern. Das heißt, das ist nicht so gut. Außer wir fangen wieder an, Ressourcen nicht nachhaltig zu nutzen, damit die Weltbevölkerung wieder ein Niveau erreichen kann, das oberhalb der Kapazität der natürlichen Ressourcenentnahme, wie sie nachhaltig möglich ist, eben entsprechend liegt. Ne? Und dann haben wir wieder das gleiche Problem. Schon wieder. Außerdem kommen wir dann irgendwann zu dem Punkt, wo wir eventuell die vorhandenen Ressourcen so perfekt ausnutzen, in einem perfekten Kreislaufsystem, dass keiner mehr Kinder haben darf. Es sei denn, es ist vorher jemand gestorben. So, dann kann man sich kloppen, wer denn als nächstes jetzt ein Kind haben darf. Weil wir unsere Zahl mehr oder weniger konstant halten müssen. Auch nicht lustig. Auch nicht unbedingt lustig. Dadurch, dass wir übrigens keine modernen Krankheiten, moderne Medizin mehr haben, könnte sowas wie die Pest zurückkommen. Wenn sich dann noch jemand daran erinnert, dass die über den Rattenfloh übertragen wird und waschen hilfreich sein könnte, dann wird es wahrscheinlich nicht so schlimm. Wenn sich daran keiner mehr erinnert, dann könnte es lustig werden. Ja? Oder sowas wie Cholera. Cholera wird es jede Menge geben, weil sauberes Trinkwasser, vielleicht gibt es dann so ein paar Leute, die Hygiene auch nicht mehr so ganz wichtig finden. Okay, jetzt können wir davon ausgehen, dass wir nicht vergessen, was Hygiene ist. Ja? Spricht nichts dagegen, sich hin und wieder mal zu waschen, auch wenn man auf einem steinzeitlichen Technologieniveau lebt. Aber es könnte passieren. Oder vielleicht gibt es irgendwelche anderen lustigen Krankheiten, die wir als vergessen glauben. Impfen geht übrigens auch nicht mehr. Mag jetzt ein paar Leute geben, die das lustig finden. Wir werden aber sehen. Wir werden sehen, sollte es zu diesem Szenario mal kommen, ob das so gut ist, dass es Impfen nicht mehr gibt. Ja, was haben wir noch aufgeschrieben? Ach ja, die wöchentliche Arbeitszeit dürfte so circa bei 14 Stunden täglich liegen, und zwar Schwerstarbeit. Also schön auf dem Feld mit der Hacke, im Wald mit der Axt oder den Viechern hinterherlaufen, wenn man Hirte ist. Das ist wahrscheinlich noch relativ angenehm, ne, solche schönen Arbeiten. Und wenn man dann abends mal nach Hause kommt und müde ist, dann muss man seine Klamotten selber flicken, weil Kick gibt es dann nicht mehr. Dann muss man gegebenenfalls noch kochen, dafür muss man sein Fleisch entsprechend erstmal auseinander. Nehmen. Das gibt es nicht in handlich vorgefertigten Scheiben. Man muss seinen Weizen erstmal mahlen, wenn man Mehl haben möchte. Nudeln gibt es sowieso erst, wenn man Mehl hat, und dann muss man da gucken, und das wird alles relativ schwierig und aufwendig werden.
Und gegebenenfalls könnte es passieren, ich sage nicht, das muss, aber es könnte passieren, dass dann die Emanzipation jetzt auch wieder am Arsch ist, weil nun mal Mensch nun mal getrennt ist in diese zwei Geschlechter, also rein biologisch gesehen, ne, in den meisten Fällen zumindest zwei Geschlechter, vorsichtig ausgedrückt. Und da könnte sich dann herausstellen, dass es einfach effizienter ist, wenn die Frau eher handwerkliche Dinge, die nicht besonders viel Kraft erfordern, erledigt und der Mann eher die schweren Geräte auf dem Acker gegebenenfalls schwingt oder die Axt im Walde oder sonst irgendwie. Das könnte passieren, das muss natürlich nicht. Selbstverständlich in einer Luxusgesellschaft, wie wir jetzt gerade drin leben, und das meine ich jetzt nicht so, dass Emanzipation irgendwie schlecht wäre. Nein, wirklich überhaupt nicht. Ist absolut angemessen und ich bin ein großer Fan von. Aber momentan ist das schon möglich, dass auch eine Frau, meinetwegen, keine Ahnung, in dem Wald eine Axt schwingen kann. Ja, selbstverständlich, spricht auch überhaupt nichts dagegen. Aber wenn wir wieder wo leben, wo wirklich jeder so effizient wie irgend möglich genutzt werden muss von der kleinen Gesellschaft, in der er lebt, damit die ganze Gesellschaft überhaupt überlebt, dann könnte es, ich sage nicht, es muss, aber es könnte dann sein, dass solche Eitelkeiten wie ich bin eine Frau, will aber trotzdem eine Axt schwingen, wenn sie da nicht wirklich unglaublich gut drin ist, mit dem natürlichen biologisch bedingten Nachteil, dass sie einfach im Regelfall schwächer sein wird als der durchschnittliche Mann, es einfach nicht so sinnvoll erscheinen lassen, dass die jetzt die Axt schwingt. Und dann haben wir ganz schnell wieder eine klassische Rollenverteilung. Außerdem müssen Frauen nun mal in Gottes Namen Kinder kriegen. Und gerade wenn wir nur noch 40 oder 50 Jahre alt werden, weil die Lebenserwartung wird auch sinken, ist eine gewisse hohe Reproduktionsrate einfach notwendig. Und dann müssen die Frauen eben zwangsweise, weil das können wir Männer nun mal biologisch gesehen eben nicht. Ja, da kann man so emanzipiert sein, wie man möchte. Es geht halt immer noch nicht. Das Kinderkriegen übernehmen. Und dann sind sie auch eine Zeit lang damit beschäftigt und können dann auch nicht unbedingt die Axt im Walde schwingen, wenn da ein gewisser Bauch im Weg ist. Ja? Aber ich hoffe, das nimmt mir jetzt niemand krumm. Aber das sind halt so die biologischen, aus der biologischen Sicht sind das halt so Dinge, die dann eine gewisse Rolle spielen. Eine gewisse, nicht nur. Und natürlich mag es auch die große Wikingerkriegerin der Neuzeit-Wikinger, die dann wieder entstehen, mit der Doppelaxt geben, die alle Leute kaputt haut. Aber naja, das könnte ja sein. Ne? Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Ja, 14 Stunden täglich. Ach ja, und übrigens in der Berufswahl sind wir auch ein bisschen eingeschränkt. Also wer gerne Maler ist oder Installateur oder Fliesenleger oder sowas, nur mal am Rande angemerkt, oder gar Wissenschaftler, so wie ich. Also mich kommt man überhaupt nicht brauchen, weil Wissenschaftler wirst du ja verbrannt, wenn du anfängst damit. Krankschreiben geht übrigens auch nicht mehr, steht hier noch. Aber 70% von uns mindestens sind dann Bauer, Jäger, Viehhirte oder Fischer. Diese Möglichkeiten gibt es primär, wenn wir nicht gerade Netze flicken, unsere eigenen Klamotten flicken, in der Küche was helfen, irgendwelches Essen zerlegen, Kinder erziehen, was wahrscheinlich nicht viel Zeit in Anspruch nehmen darf, weil man dafür einfach keine Zeit hat. Die müssen sich selbst erziehen. Dafür muss man sie nicht mit dem SUV in den Kindergarten fahren. Auch was Schönes. So, und um das alles umsetzen zu können, wie gesagt, wir können ja nur so 2 Milliarden Menschen ernähren, müssen 6 Milliarden Menschen erstmal weg. Ne? Weil bis dahin haben wir dann bald die 8 voll. Und jetzt tun wir mal so, als hätten wir die 8 schon voll. Ich weiß gar nicht, was gerade aktuell, ich kenne die aktuelle Zahl gar nicht, muss ich sagen, habe ich gar nicht recherchiert. Ich will es auch nicht wissen, die macht mir immer Angst. Aber tun wir jetzt mal so, als wären es gerade 8. So, 2 können wir ernähren, auch mit dem Ressourcenverbrauch vom Brennholz und so weiter her. Dann müssen also 6 weg. So, wie machen wir das jetzt? Kriegt jetzt jeder einen Würfel, wer eine 5 und eine 6 würfelt oder eine 6 würfelt, darf weiterleben, alle anderen. Politisch schwierig umzusetzen. Ethisch, moralisch schwierig umzusetzen. Davon abgesehen, ich finde das dahingehend blöd, nicht nur, weil es mich erwischen könnte, sondern weil, wenn ich überlebe, dann ein Großteil meiner Freunde, Bekannten, Verwandten und Leute, an denen mir irgendwie liegt, auch den Löffel abgegeben haben. Ja? Und ist irgendwie traurig. Habe ich irgendwie keine Lust drauf. Ha? Die Menschheit mag ein Problem für den Planeten sein, ist sie mit Sicherheit. Aber so sehr sozialer, psychoapathischer, was auch immer Mensch, bin ich jetzt auch nicht, dass ich es für eine gute Idee halte, wenn 75% von uns mal eben ins Gras beizen. Ja? Ich habe Freunde. Ich habe auch eine Verlobte. Ja? Und vielleicht habe ich irgendwann auch mal sogar Nachwuchs, wer weiß. Und dann finde ich das alles immer keine gute Idee in diesem Zusammenhang. Ja? Ein Teil von mir würde sagen, ja, das wäre ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, der Hardcore-Ökologe in mir, aber praktisch umsetzen, bloß nicht. Ne? Vorher
greift man zu Gewalt, um diejenigen zu verteidigen, die einem lieb und teuer sind. Und damit sind wir beim nächsten Problem. Wie soll das anders umsetzbar als durch Gewalt sein? Ne? Weil niemand lässt sich freiwillig umbringen oder lässt sich vor so einen sadistischen Selbstmordwürfel setzen oder ähnliches. Ja? Also, die Weltbevölkerung runterkriegen ist höchstens mit einem sehr großen Krieg möglich. Ich sage ja jetzt nicht, dass das unmöglich ist. Aber schön ganz bestimmt nicht. Nee. Und übrigens, wenn es in Verbindung mit diesem Krieg zum Einsatz von Atomwaffen kommen könnte, gerade wenn es ein die Weltbevölkerung um 75% reduzierender Krieg sein soll, wäre das ja gar nicht so undenkbar. Dann ist sowieso alles am Arsch, weil dann ist das mit den natürlichen Lebensgrundlagen auch wieder schwierig. Selbst wenn man sich auf irgendeine Insel wie Grönland gerettet hat, die jetzt vermutlich nicht von einer Rakete getroffen wird, kriegst du da dann nur noch verstrahlten Fisch irgendwann im Meer. Schwierig. Und verstrahlten Seehund und sowas. Jo, was habe ich denn hier noch so aufgeschrieben? Ja, Fazit. Ohne eine drastische Reduktion der Weltbevölkerung ist ein Zurück zur Natur, ein Verzicht auf Technologie und ein Leben nur mit dem, was die Natur uns bietet, schlicht und ergreifend unmöglich. Das geht nicht. Ja? Oder wir warten, bis dann halt alle verhungern, die jetzt zufällig nicht am richtigen Ort sitzen, wo sie gerade ein nachhaltiges Leben mit der Natur führen können. Was nicht geht, weil dann können wir nicht verhindern, dass die anderen, die nicht an diesem Ort sitzen, kein nachhaltiges Leben führen, um nicht zu sterben. Ja? Womit auch zu erklären wäre, warum Brasilien immer noch seinen Wald rodet. Weil es da immer noch genügend kleine Bauern am Rande des Waldes gibt, die mehr verdienen, wenn sie ihren Wald abhacken, als wenn sie versuchen, mit dem Wald ein nachhaltiges Dasein zu führen, bei dem ihre Kinder verhungern. Ja? Und da kann ich jeden verstehen, der dann zur Axt greift, beziehungsweise zur uralten Kettensäge und den Baum durchbrennt, gefühlt. Die Dinger sind so stumpf, da kannst du den Baum höchstens mit durchbrennen, aber egal. Das steht hier genau. Ich lese mal was vor. Wir können nicht zurück in die Antike, die war alles andere als nachhaltig. Zum Beispiel der ganze Konsum an Schiffen, die man für die ganzen Seeschlachten gebraucht hat, hat den kompletten Wald rund ums Mittelmeer aufgebraucht. Also Nachhaltigkeit war da kein Thema. Die mögen schon die Demokratie gehabt haben, bei den Griechen und bei den Römern, sowas in der Richtung zumindest. Aber nachhaltig? Nee, nicht mal im Ansatz. Wir können auch nicht zurück ins Mittelalter. Beispiel, kein Wald in Deutschland. Schwierig. Spätestens, wenn der komplett weg gewesen wäre. Wenn nicht die Kohle gefunden wäre als alternativen Brennstoff, als alternativen Antriebsstoff, um die Technologie voranzutreiben, hätten wir irgendwann gar keinen Wald mehr gehabt. Wer weiß, was dann mit den mittelalterlichen Menschen passiert wäre, ob die nicht dann sogar wieder in ihrer Zivilisation zusammengebrochen wären, weil im Winter alle sterben, weil man nichts mehr verheizen kann. Und dann sein eigenes Möbelzeugs verheizen muss, sich vielleicht eventuell noch Nahrungsmittel auf die Idee kommt zu verheizen. Und wer den Winter über halb krank geworden ist und dann mit einer Lungenentzündung ins Frühjahr startet, um wieder was auszusäen, ist auch wieder schwierig. Ne? Gerade eben die einfache Bevölkerung hätte es getroffen, das sind die Bauern, dann hätte es zu einer großen Nahrungsknappheit gekommen, wäre es gekommen, dann hätte es auch irgendwann noch mehr Mord und Totschlag gegeben, vermutlich und so weiter. Ja, kann man jetzt schön durchspielen. Und ohne die Kohle wären wir auch natürlich auch nicht ins Industriezeitalter gekommen und hätten auch nicht den ganzen Fortschritt über das vernünftige Maß hinaus, wie wir ihn jetzt haben, errungen. Ja? Aber jetzt ist ja immer noch nicht nachhaltig. Ist ja nicht so, dass es jetzt gerade nachhaltig wäre. Gut. Was wir immer im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir in irgendeiner Form tatsächlich eine politische Lösung für die Welt oder den Zustand der Welt, insbesondere den Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Welt finden können wollen, dann müssen wir immer im Hinterkopf behalten, dass wir entweder akzeptieren müssen, viele Leute zu töten, was nicht geht, ja, oder alle mitzunehmen. Das sind die einzigen Möglichkeiten. Also gibt es nur eine. Es müssen alle mitgenommen werden. Und das bedeutet, der ganze Planet muss nach Möglichkeit mitgenommen werden. Und deswegen geht es auch nicht, dass irgendein Land meint, sich abzuschotten und einen Alleingang macht. Das wird so lange funktionieren, bis alle anderen nichts mehr zu beißen haben und dann alle gleichzeitig kommen. Also ein reines Flüchtlingstheorie, so nach dem Motto, wir machen die Grenzen dicht und dann kommt keiner mehr rein, dann ist bei uns Schlaraffenland und Afrika verhungert. Ja, ich glaube, irgendwann wird das schwierig. Irgendwann wird das schwierig, weil auch die Afrikaner haben noch ein paar Kalaschnikow rumliegen und solche Späße. Und ein G36 trifft bekanntlich nicht. Also ist so eine alte Kalaschnikow. Also ich habe ja mit dem Ding trotzdem getroffen, aber egal. Schnitt!
Also zur Deeskalation, ich will hier keine Verschwörungstheorien oder den Dritten Weltkrieg oder sonst was an die Wand malen. Auch keine, was weiß ich was für Ökokatastrophen, auch nicht irgendein Superbakterium, das man nicht mehr totkriegt, das uns dahin raffen wird und so weiter. Ganz ehrlich, ich finde nichts davon unmöglich. Unmöglich ist das sicherlich alles nicht. Und je nachdem, wie man so persönlich drauf ist, wenn man so ein bisschen Nachrichten guckt, dann kann man ja gegebenenfalls vielleicht sogar ein klein bisschen Angst bekommen. Manchmal. Ja, nicht nur. Kommt drauf an, was man gerade guckt. Wenn es um neugeborene Panda-Babys geht, dann vielleicht eher weniger, aber... Und ich will jetzt auch wirklich nicht sagen, dass wir jetzt alle zum Untergang verdammt sind und morgen kommt Armageddon und so weiter und so fort. Das möchte ich bitte wirklich nicht gesagt haben und das muss jetzt auch keiner so verstehen. Aber wir müssen uns auch klar machen, dass es wirklich auf sämtlichen Uhren derjenigen, die die Endzeit prophezeien, 5:12 ist mindestens. Bei denjenigen, die diese richtige offizielle Uhr haben, die sie immer mal wieder vorstellen, ist es gerade noch 2:12. Sie überlegen wohl, ob sie bald auf 1:12 umstellen. Das Problem ist, man kann das nicht beliebig lange umstellen. Irgendwann muss 12 sein. Und wenn dann nicht die Welt untergeht, dann stimmt die Uhr nicht. Und das wäre auch wieder schlecht. So, wir brauchen also möglicherweise eine Alternative zu der Idee zurück zur Natur, weil das nicht geht. Ich hoffe, das habe ich reichlich dargelegt. Und wenn jemand eine Idee hat, wie das doch funktionieren soll mit dem zurück zur Natur, ja, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, wir sind alle vernünftig und beschließen von uns aus, auf die Nutzung von Ressourcen zu verzichten. Wir alle gleichzeitig entdecken plötzlich die Vernunft im vernunftbegabten Menschen. Ich mach mal weiter. Da wir also keine Alternative haben, müssen wir uns mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen. Zitat aus der Marsianer. Ich fand den Spruch so toll. Davon abgesehen ist er der beste Botaniker auf diesem Planeten. Ich bin übrigens der beste Botaniker vor diesem Baum. Ha! Ich hoffe, dahinter sitzt nicht noch einer.